Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Call of Cthulhu. Wir sind in den Tunnels under the Hawkins Mansion. Jo, und ich habe ein schlechtes Gefühl hier. Das sieht doch alles sehr gefährlich aus. Ja, hier waren wir das letzte Mal ja schon mal. Das war die Tür, durch die wir nicht gekommen sind. Ja, ist natürlich abgesperrt. Okay. Ups. Man hat nur begrenzt Öl dabei, deswegen nehme ich nie über das Feuerzeug, wenn man es nicht unbedingt braucht. Ah, das sieht so aus, als würde es gleich zusammenbrechen, ja? Time has weakened these structures. Ja, hat er sich auch gedacht. Kann ich das jetzt mal sein lassen, dauernd die Lampe da zu nehmen? Ah, da haben die von diesem Zeug, das so unangenehm ist. Runterspringen ist vermutlich eine doofe Idee. Ja, vor allen Dingen, wenn es nebendran einfach eine Treppe gibt. I don't have time to search them all. Nicht? Oh. Dann schau dir wenigstens ein paar an, würde ich sagen. Das ist üble Zeug. This oil again. What is it used for? Ja, man kriegt damit wohl Wahnvorstellungen. Oh, das Boot ist schon abgesoffen. Steht lauter Wasser drin. Sowas. Okay. Eine kleine Räucherplatte hier. Wo ist denn der Polizist hin? What's going on here? Oh, the Temple of Doom. Kalima. Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? Der schaut ja lustig aus mit seinem Rücken. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Ja, da muss man drauf aufpassen am Schluss, dass der nicht auf den anderen schießt, dann umgebracht wird und anschließend wir umgebracht werden. Das kennen wir ja vom Anfang her, hm? Müssen wir jetzt hier schon in den Schleichmodus? Gibt's da was zu gucken? Kalima! Okay. Sind das die ganzen Bewohner? Da die alle gleich ausschauen, kann ich auch gar nicht sagen, ob ich dann da einen davon schon mal gesehen hätte. Okay. Haben sie da irgendeinen geopfert? Oder ist es wieder ein Fisch? Da ist ein Bild von mir. Game saved. Ja, wieder ein Stückchen Hai oder sowas. A table for sacrifice? Grave. Oh, da muss man aufpassen. An engraved whalebone. A strange creature has been carved into it. Probably a figure of worship.
The image of a strange creature has been carved into this whalebone. Ja, ich erkenne gar nichts hier. Könnte aber der Kraken sein. Okkult. Okay. Naja. Ach, da kann man wieder mal ein paar Sachen lesen. Müssen wir doch erstmal das Bild anschauen, aber ich frage mich, ob dann irgendwas passiert, was ich nicht will. So viel zu dem Thema. Oh Gott. I got it. I can't breathe. Okay, kriegen wir Panik. What's happening? No, damn it. I must find a way out of here. My turn. Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Yeah. Auch schon wieder abgesperrt. Alles abgesperrt. Wieso tun die Kultisten immer alles hinter sich absperren? Ich meine, mit was rechnen die hier eigentlich? Dass hier irgendein Detektiv drin rumwühlt die ganze Zeit in ihren Sachen? Naja. Ja, schauen wir doch einfach mal in unser Inventar rein. Journal. So. Underground Tunnels. So. There's how many of them working in these caves? Are they all inhabitants of Darkwater? There's no doubt about it. The Hawkins knew. Bradley and I split up in order to explore the tunnels. Men dressed like monks occupy this place. They make me think of a secret society. I found a stolen painting. Exposed between two tables covered in dry blood. The person who stole it was waiting for me. He tried to stab me and, in the struggle, we fell into a pit. The fall killed him. Where am I? It looks like a kind of religious cult. They are armed and very pious, therefore dangerous. I'd better not get caught. The 25th of October 1924. Ah ja, wir haben ein bisschen Skillpunkte zu vergeben. Yes. Also, Physical Power könnten wir machen. Ein bisschen mehr Violence. Da sind wir Level 4, das ist doch schon ganz gut. Spot Hitten, das ist doch ganz gut. Psychology wäre auch nett, ne? Ich sag's mal ganz ehrlich. So, da sind wir jetzt mal wenigstens auf Stufe 3. Um Psychology kann man mal auch machen. Psychology represents your knowledge of human behavior. Improving this skill increases your chances of understanding the motivations of a person based on his or her behavior or on an analysis of objects. 4 CP needed before next level. Und wir haben 4. Also 1, 2, 3, 4. Jawoll. So. Wollen wir das wirklich zuweisen? Wollen wir. Wie sieht es denn mit unserer Sanity aus? Wir sind immer noch stable.
Wir haben auch keine neuen freigeschalten. Wie da das System funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Places. Hawking's Mansion. The Hawking's Mansion was falling into ruin well before the fire that claimed its residence. The building, once luxurious, today lies witness to the ruin of the Hawkins family. The paintings of Sarah Hawkins are spread throughout the corridors. Moisture eases away at the books of the imposing library, and the windows are broken and condemned. The drawing room, where the fire started, revealed it to be more than just a domestic accident. Sarah Hawkins' office bears the sign of an occult practice, and a no doubt huge creature left its mark on the walls of the corridor that lead to his workshop. As for Charles Hawkins' office, it revealed a passage into a network of underground caves. Tunnels under the Hawkins Mansion. Who would have guessed that Hawkins Mansion was hiding such big and intricate tunnels underneath? It seems to be a hideout of a cult of some kind. I can't believe Sarah and Simon lived right above such danger without knowing anything. Disappeared tribe. A tribe of men, worshippers of the sea and its benefits, landed on the shores of an island surrounded by dark waters. They were discovered by the creature some called the Devourer of Whales. For years, the creature haunted them down into their dreams, until their awakened minds surrendered. Following the creature's orders, they sank into the dark waters surrounding the island and never came back. Extract taken from Malleus Bestiarum by Abigail G. Clues. Da ist der Bone. Den hat man schon. Das Bild haben wir auch schon gesehen. A map of dark water hand drawn by Charles Hawkins. Some places have been circled. Ja, ich erkenne da nicht viel. Soll das wirklich Darkwater Island sein? Man weiß es nicht. Ich glaube, das haben wir alle schon angeguckt. Wer weiß, was uns entgangen ist? Old hurricane lamp, still working. I just got to be careful. Burns a lot of oil. Ja. Achso, hier kann man sich's anschauen. Knowledge. Moby Dick. Das haben wir alle schon angeschaut. Die Runes hatten wir auch schon. So. Laufen wir weiter, hm? It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. I found the dagger in the tunnels under Hawking's manor. Its owner left it behind when he went with the other hooded man. Wieder was Okkultes gelernt. Ein Buch. I can't read Latin. Ja, reading ist nicht so schwer. Verstehen, das ist das Schwere. So. An old Bible. Numerous passages have been overwritten or annotated. Strange way to study the holy scriptures. Ah. Ja, in der Größe kann ich es aber auch nicht lesen. So. Da wird wieder zu sein, brauche ich gar nicht gucken.
Waren wir hier nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Da hinten ist wieder ein Haufen Goo. Gibt's nichts zu finden. Fast schon enttäuschend, dass hier gar nichts ist. Aber vielleicht bin ich auch nur vielleicht bin ich auch nur schlecht. Wollte ich sagen. Im Finden von Geheimnissen. Vor allen Dingen, da stehen sie jetzt schon. Und hier ist jetzt offen, oder was? Die opfern gerade den einen. Naja. Ein Kutis weniger. Bringen Sie den um. Okay. Oh, da darf man nicht nach Cthulhu vertagen. Ja, das kennen wir doch aus einem anderen Spiel. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another one. Let him pass through every part of you. Okay, dann schauen wir uns mal hier um. You who sleep, bring me more sacred flesh to the kingdom of the earth. Sind die tot? Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Und schleichen wir uns mal hier hinten vorbei. Don't look back. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. Don't do it! What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Vor allem, der hat schon diese Hand aus meinem Traum. Don't move! Police! Don't move! No! I won't hesitate! Bradley, get back! Get back! You asked for it! Run away! Charles. You shouldn't have seen this. Charles Hawkins! Run away! It's got jamming in. We need to get out of here. Yeah, it's
Fortune. Jetzt gab's wohl auf die 12. Ah! My leg! Sind wir es wieder oben bei der Hawkins Mansion? Ja, hier hat sich jemand anderen erledigt. Tja, gut, dass wir Medizin nicht gesteigert haben. Das ist jetzt schon bitter, dass man hier auf dem Boden so kriechen muss. Riverside Institute, Chapter 5. Pearson Officer Bradley followed the intruder to the secret meeting place of a cult set in a network of underground caves right under the Hawkins Manor. They witnessed a strange ceremony led by a Charles Hawkins, very much alive. Bradley tried to arrest him, but Hawkins, whose body displayed various mutations, disemboweled the police officer. As he tried to escape from him, Pierce found himself prisoner of a rockfall. Rushed to the Riverside Institute, he is in a critical state. Ja, mit besseren Medizinkenntnissen wäre das vielleicht nicht passiert. Das kann nichts Gesundes sein, wenn man da was Grünes eingespritzt bekommt. Gehören also zu den Bösen. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. Your dad... he killed you! Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead! What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Haben sie den ersetzt? Jetzt bin ich ja im Nightmare. What happened to me? Where? This foul gas again. Ja. Mit dem bekommt man Halluzinationen. I can't leave here. You've got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No! No! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Na super. Also, Arkham Asylum für uns. Wait. Na super. Und wie viele Jahre? Das ist wohl eine Traumsequenz. Ich laufe immer noch schlecht. Over their maps in the wake of my lonely wandering.
Stand up. We don't have much time. It's a trap. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Ja, wir müssen hier also irgendwie hinterher. Das machen wir aber nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.